Vielen Dank, Herr Faber, dass Sie die Zeit für das Interview gefunden haben. Freut mich. Zunächst habe ich mal die Frage, ob Sie die Veränderungen in der Politik festgestellt haben. Es finden ja immer mehr Rucks in Richtung Sozialismus statt. Ja, das stimmt. In Europa schon. Ja, in anderen Ländern eher eine Verschiebung zu einem extremen Kapitalismus. Aber das trifft schon auf Europa zu. Und ich nehme an, dass diese Bewegung mehr in den Sozialismus doch entsteht, weil die meisten Haushalte oder die meisten Arbeitnehmer nicht von der Wirtschaftsexpansion der letzten 20, 30 Jahre sehr profitiert haben oder gar nicht, dass ihre Lebenskosten eigentlich stärker gestiegen sind als ihre Löhne und ihr Lebensstandard eher gefallen ist. Und dann schauen sie an, wie das Geld verteilt wird und es kommt und fällt vor allem auf eine Minderheit von Reichen an. Das ist keine Aussage, ob ich das befürworte oder negativ über diese Verschiebung der Reichtumsverteilung bin. Ich stelle das einfach fest. Und die sich erweiternde Einkommens- und Reichtumsspalte geschieht vor allem in Zeiten des Gelddruckens. Denn wenn das Geld gedruckt wird, oder eine faire Gelddruckerei wäre eigentlich, dass die Notenbank oder das Schatzamt jedem Bürger, sagen wir, einen Scheck von 1 Million schicken würde. Jedem in der EU. Dann hätten Sie 1 Million, er 1 Million und so weiter. Dann könnten Sie über das zusätzliche Geld verfügen. Und es würde natürlich kurzfristig, muss ich betonen, kurzfristig zu einem Wirtschaftsboom führen. Das ist ganz klar. Aber wenn Sie das Geld natürlich drucken, wie die Notenbanken tun, und es fließt eigentlich in das Bankensystem und in das Finanzsystem, dann kommt es eben nicht zu einer gleichen Verteilung der neu gedruckten Gelder im System. Und erst in zweiter Linie kann das dann den Reichtum oder den Lebensstandard der Arbeiter und des Mittelstandes erhöhen. Und vielfach passiert das gar nicht, weil ihre zusätzlichen Geldmittel, die sie dann erhalten durch zusätzliche Arbeit, wird ausgeglichen oder wird mehr als ausgeglichen durch steigende Kosten. Also insbesondere Nahrungskosten, Energiekosten, Versicherungskosten und so weiter. Das ist das Problem des Gelddrucken, oder? Das Geld, wie der Bernanke gesagt, man kann die Dollarnoten von Helikopters auf Amerika fallen lassen. Das kann man schon theoretisch, indem man eben das Geld den verschiedenen Finanzinstituten zur Verfügung stellt. Aber es kommt nicht zu einer gleichmäßigen Verteilung. Deshalb haben sie auf der ganzen Welt eigentlich Immobilienpreise für den typischen Haushalt oder für den durchschnittlichen Haushalt, die steigen eigentlich wenig, aber die Immobilienpreise und die Preise von Sammelgütern, zum Beispiel von Reichen, oder wie Briefmarken und Bilder und Prestigeimmobilien, die steigen sehr stark im Wert an, weil eben das Geld ungleichmäßig verteilt wird. Wie stehen Sie zu der Übernahme Europas mittlerweile durch die Banken? Also es sind ja sehr viele Goldman Sachs Banker beispielsweise. Ja, wir haben eben, das ist ein Problem in einem System, wo die Regierung wie ein Krebs wächst und immer größer wird als Prozent der Wirtschaft, kommt es oft, ich sage nicht immer, aber oft zu einem sogenannten Crony Capitalism, in dem die Politiker doch sehr stark an gewissen Geschäftsleuten gebunden sind. Und das Problem der letzten 30 Jahre ist doch folgendes gewesen. Wir haben sehr starkes Kreditwachstum gehabt. Also die Wirtschaft, die hat schon etwas expandiert in der westlichen Welt. Aber das Finanzsystem ist dann überproportional gewachsen und heute haben sie auf einer Wirtschaftsfläche, die, sagen wir, so groß ist, aber haben sie einen gewaltigen Ballon an Finanzverpflichtungen. Und dieser Ballon muss eines Tages platzen irgendwie. Und das wird geschehen eines Tages.
Also Sie selbst sind ja doch relativ hoch auch in Edelmetall bzw. Gold investiert. Ich glaube 25% oder 20 haben Sie jetzt abgesenkt, ne? Ja, es ist so. Ich glaube, es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass wir wissen, wie die Welt aussehen wird in 5 oder 10 Jahren. Und unter diesen Umständen würde ich annehmen, dass man am besten diversifiziert ist in seinen Vermögensteilen. Also, dass Sie einen Teil Ihres Vermögens in Immobilien haben, einen Teil in Aktien, einen Teil in Bargeld und vielleicht gewissen Obligationen und einen Teil eben in Edelmetallen. Und der Edelmetallanteil ist natürlich für jeden Haushalt anders oder für jeden Anleger anders. Wenn jemand sehr viel Immobilien hat, würde ich annehmen, braucht er weniger Edelmetalle. Und wenn einer nur Bargeld hat, dann braucht er mehr Edelmetalle. Und deshalb ist es schwierig, für den Durchschnittsanleger etwas anzuraten. Aber in meinem Fall habe ich rund 20-25% in Edelmetallen, also vorwiegend Gold. Und ich glaube nicht, dass Gold unbedingt die beste Anlage ist. Also wenn Sie langfristig in Aktien investieren, vorausgesehen, dass Sie also die richtigen Gesellschaften identifizieren, also nicht wie die Finanzwerte vor 3 Jahren oder Technologieaktien im Jahre 2000 und so weiter, dass Sie, vorausgesetzt, dass Sie die richtigen Gesellschaften auslesen, würde ich annehmen, dass Sie langfristig bei Aktieninvestitionen mehr verdienen als beim Gold. Aber Sie können die beide gar nicht vergleichen, denn Gold ist wie Bargeld und eine Aktie ist eine Gesellschaft, die kann pleite gehen. Und wenn man die Geschichte von den Börsen anschaut, oder es gibt ja allerlei Statistiken, zum Beispiel in Amerika, 1800 bis heute, sagen gewisse Professoren, hat die Börse diese und diese Rendite gehabt langfristig. Aber dann habe ich einen Professor einmal gefragt, ja, wie ist es eigentlich da mit Ihren Berechnungen? Im Jahre 1800 in Amerika gab es nur Kanalgesellschaften und gewisse Bankenwerte und alle gingen pleite 1840, 1841. Wie haben Sie dann, das waren Sie pleite, konnten Sie gar keine neuen Aktien kaufen, nicht? Das ist das Problem, oder wenn Sie 1929 in Amerika investiert haben, haben Sie eigentlich nur noch einen Wert, der besteht, General Electric. Die anderen sind verschwunden oder übernommen worden und so weiter. Also das Aktienportfolio müsste also man schon von Zeit zu Zeit wieder umschichten. Während beim Gold können Sie einfach ein Stück Gold kaufen und das Gold, das Sie heute mit sich tragen oder so, wissen Sie nicht, vielleicht bestand es schon vor 3000 Jahren. Sie haben ja bei einem Interview, glaube ich, mit Cash.ch gesagt, wenn QE3 nicht kommt, befürchten Sie einen Crash wie 1910? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich will also ganz genau erklären, was ich gesagt habe, weil ich wurde missquotiert, verschiedentlich. Ich habe gesagt, ich erwarte jetzt eine Korrektur an den Anlagemärkten. Und das habe ich schon im Februar gesagt, dass eine Korrektur kommt. Jetzt im letzten Bericht, den ich verfasst habe, habe ich erklärt, ich sei etwas besorgt, dass das mehr als eine Korrektur sein könnte, dass die Börse, sagen wir, um 20-30% hier fallen könnten auf der Welt, aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich gesagt, wenn der S&P um rund 10-15% fällt, dann kommt ganz sicher QE3 in Amerika. Und wenn dann die Börse wieder ein neues Hoch macht im Monat Juli, August und so weiter, dann ist es denkbar, dass im zweiten Halbjahr, wenn ein neues Hoch erreicht wird, dass dann im zweiten Halbjahr ein Crash stattfindet. Das habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, der Crash kommt jetzt. Wobei es denkbar, dass er auch jetzt kommt. Ich bin kein Prophet, weiß auch nicht alles. Aber wenn die Börse, die technisch sehr schlecht liegt im Moment, Sie müssen sich auch überlegen, die amerikanische Börse hat jetzt am 2. Mai, nein, am 2. April 2012 ein neues Hoch gemacht, also beim S&P 1422. Das letzte Hoch war
im 2. Mai 2011 bei 1370. Also wir haben ein neues Hoch gemacht in Amerika an der Börse. Aber alle europäischen Märkte sind tiefer heute als im Jahre 2011. Und bei den Schwellenländern gibt es eigentlich nur drei oder vier Märkte, die ein Hoch, neues Hoch gemacht haben, über das Hoch vom letzten Frühling. Und das sind die Märkte der Philippinen, Indonesien, Thailand und Malaysia. Die anderen sind alle tiefer. Jetzt, wenn Sie angenommen die ganze Börsen der Welt anschauen, dann müssen Sie sagen, dass das eine Non-Confirmation ist. Nur der amerikanische Markt ist noch gestiegen und die alle anderen sind tiefer als vor einem Jahr. Und deshalb bin ich der Ansicht, wenn Amerika noch etwas steigen würde, sagen wir auf 1450 oder 1500 und so weiter, dass im zweiten Halbjahr doch einen ziemlichen Rückschlag stattfinden könnte. Aus verschiedenen Gründen. Wollen Sie zu den Gründen was sagen, oder? Ja, grundsätzlich ist es so. Ich nehme an, dass also der Obama wieder gewählt wird und dann die Steuern auf den vermögenden Leuten doch erhöht werden. Also insbesondere werden dann Kapitalgewinnsteuern eingeführt. Und auf in Hinsicht auf die Einführung von Kapitalgewinnsteuern nehme ich an, dass viele Leute doch gewisse Vermögenswerte verkaufen werden. Also inklusive Aktien. Da wäre ja auch nochmal der chinesische Markt, der zum Teil, glaube ich, besonders in unseren Breiten deutlich unterschätzt wird. Dort gibt es ja doch schon eine ganz gewaltige Immobilie. Ja, natürlich. Also, oder, ich sage immer, wenn die Anleger sich konzentrieren auf ein Thema, hat das Thema im Allgemeinen gar keinen Einfluss mehr auf die Märkte, weil der Markt eskomptiert im Voraus. Also zum Beispiel, Griechenland ist für die Weltwirtschaft völlig gleichgültig. Völlig. Hat gar keinen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Aber ob die chinesische Wirtschaft um 10% pro Jahr wächst oder 5% oder gar nicht, das hat einen gewaltigen Einfluss, denn das Wachstum von China hat zur zusätzlichen Nachfrage nach Rohstoffen geführt und zu den gewaltigen Osten an den Rohstoffmärkten 2000 bis 2008. Oder die Rohstoffmärkte, wenn man den CRB anschaut, hat ein Hoch erreicht im Juli 2008 mit Öl bei $147 pro Fass. Und wenn die chinesische Wirtschaft nicht mehr wächst oder enttäuschende Wachstumsraten vorhanden sind, wie ich das annehme, ist das natürlich nicht sehr gut für die Rohstoffmärkte, also die Industrie, Rohstoffe. Und das müssen Sie ganz deutlich sehen. Die Rohstoffpreise hängen weitgehend vom Wirtschaftswachstum ab, von China und Indien. 2,4 Milliarden Menschen, die dort wohnen insgesamt. Sollte es in China tatsächlich jetzt zu einem Platzen der Blase kommen, würden Sie dann einen deflationären Crash für möglich halten? Die Chinesen haben das Papier erfunden und ich nehme an, dass sie auch Geld drucken werden. Oder werden da also gewaltig Geld drucken. Aber jetzt hat es gewisse soziale Probleme in China und politische Probleme. Es kommt zu einer neuen Regierung und so weiter. Es besteht eine größere Unsicherheit. Also ich bin wirtschaftlich für China relativ negativ für die nächsten, sagen wir, 2-3 Jahre. Ich will nicht bedeuten, dass in 100 Jahren die chinesische Wirtschaft nicht die Weltmacht sein wird und so. Aber für die nächsten 2-3 Jahre bestehen große Risiken und ich glaube, dass die Rohstoffpreise, also Industrierohstoffpreise, eher fallen werden als steigen werden in nächster Zeit. Denn oder in der Phase der Industrialisierung steigt die Nachfrage sehr stark an, aber sie verflacht sich dann mit der Zeit. Und für Rohstoffe wie Nickel und Eisenerz, Kupfer ist die Nachfrage in China bereits 30-40% der Weltnachfrage, oder? Das steigt nicht, die Bäume wachsen nicht in den Himmel.
Also würden Sie auch sagen, dass beispielsweise der Baltic Dry Index und der Harpex dort mittlerweile einen relativ hohen Aussagegrad haben? Die sind ja sehr, sehr stark gefallen. Welcher Index? Einmal der Baltic Dry, das ist Schüttgütertransporte. Ja gut, also ich würde nicht meine gesamten Wirtschaftsprognosen auf den Baltic Dry Index basieren, weil der hängt sehr stark ab. Nicht von der Nachfrage nach Rohstoffen, sondern vom Angebot an Schiffen. Und es wurden sehr viele Schiffe gebaut und werden immer noch sehr viele Schiffe gebaut, weil in China ist es so, die Schiffswerften beschäftigen Hunderttausende von Angestellten. Da können Sie doch diese Angestellten nicht stilllegen. Man muss weiter produziert werden, da kommen noch Schiffe in den Markt und drücken dann auf die Preise. Aber es ist schon ein Symptom einer Verlangsamung der Weltwirtschaft, ganz deutlich. Und der Harpex ist ja die Containerschifffahrt. Ja, ja, natürlich, ja, das ist klar, oder? Die Weltwirtschaft hat sich ganz bestimmt verlangsamt, aber ganz bestimmt. Deshalb sind auch die Börsen tiefer als vor einem Jahr, trotz der massiven Liquiditätserhöhungen der Notenbanken. Sonst wären ja die Börsen eigentlich auf ein höheres Niveau. Und die Unternehmungsgewinne waren ja bestens bis vor kurzem, bestens. Aber eben die Börse ist ein so Mechanismus, der vorausschaut, der schaut nicht zurück. Und die Börse scheint zu sagen, dass die Unternehmungsgewinne im zweiten Halbjahr oder die Wirtschaft im zweiten Halbjahr oder im ersten Halbjahr 2013 enttäuschen werden. Unter den gegebenen Voraussetzungen, wo sind Sie momentan am bullischsten? Ja, bin eigentlich nicht sehr positiv über irgendetwas. Es tut mir leid. Aber ich sage einfach, wenn Sie an eigentlich einen wirtschaftlichen Weltuntergang glauben, wie ich glaube, dann würde ich annehmen, dass Sie landwirtschaftliche Betriebe eigentlich relativ sicher sein werden. Sie werden auch im Wert fallen, aber angenommen, alles fällt gewaltig, dann möglicherweise, wenn Sie nur 50% Ihres Vermögens verlieren und alle anderen verlieren 90%, dann sind Sie relativ, also verhältnismäßig gut dran. Also ein Verlierer unter den Gewinnern. Ja, ganz genau. Und dann will ich noch weiterhin beifügen, nicht, wenn Sie die Geschichte von Deutschland anschauen, die letzten 100 Jahre oder so, dann hatten Sie Weltkrieg Nummer 1. Dann hatten Sie Hyperinflationsjahren, die Weimarer Hyperinflation 1918 bis 1923. Dann hatten Sie den Zweiten Weltkrieg und dann auch die Teilung von Deutschland. Also angenommen, Sie hatten Bargeld und Staatsobligationen, haben Sie Ihr Geld ganz genau dreimal alles verloren. Aber wenn Sie Aktien hielten von, weiß ich, Siemens oder BASF und so weiter, haben Sie immer noch Gesellschaften, haben Sie immer noch diese Aktien und die haben über die Jahre zeitweise mehr, zeitweise weniger Dividenden bezahlt. Also Sie haben eigentlich zwei Weltkriege und eine Hyperinflation relativ gut überstanden. Nun, die Frage der Immobilien ist interessant, weil wenn Sie Immobilien hatten in Westdeutschland, war das okay, aber in Ostdeutschland haben Sie alles verloren. Und deshalb sage ich, wenn Sie in Immobilien investieren, sollten Sie weltweit diversifizieren. Sie sollten einen Teil Ihrer Immobilien, ich weiß nicht, in Brasilien haben oder in Thailand oder in Australien, je nachdem, was Ihre Präferenzen sind in Bezug auf die Bevölkerung. Also würden Sie schon sagen, die Anleger diversifizieren, gegebenenfalls die Verluste realisieren und trotzdem als glücklicher Gewinner unter den Verlierern herausgehen? Ja, also, oder angenommen, alle Vermögenswerte in der Welt steigen um 100%. Und Ihr Vermögen erhöht sich nur um 50%, dann können Sie schon sagen, ja, ich habe um 50% verdient in den letzten 5 Jahren, aber relativ haben Sie verloren. Wenn alles um 80-90% fällt im Wert und Sie verlieren nur 40-50%, dann haben Sie relativ gewonnen.
Und das müssen sich die Anleger überlegen. Die Anleger denken immer nur an Kapitalgewinne und wie viel sie verdienen werden. Aber sie müssen sich auch überlegen, dass einmal sehr viel verloren gehen kann. Und ich meine, gerade die Deutschen, die haben den Horror des Zweiten Weltkriegs erlebt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ging es also Deutschland sehr schlecht. Die Deutschen waren tüchtig und haben gearbeitet und lagen nicht an der Sonne den ganzen Tag wie die Portugiesen und die Spanier. Und haben sich zusätzlich verschuldet. Oder durch die zusätzliche Verschuldung können sie natürlich temporär einen gewissen Wirtschaftswachstum erzielen, aber nicht andauern und nicht andauerndes Wirtschaftswachstum. Also gerade in Deutschland haben wir sehr viele Menschen, die auch in Lebensversicherungen beispielsweise sparen und ähnliches. Was würden Sie den Menschen sagen? Ja, also das ist noch ein gutes Thema, denn wir haben ja vorhin über die Marktverzerrungen gesprochen, die entstehen durch Staatsinterventionen mit geldpolitischen und finanzpolitischen Maßnahmen. Wenn Sie natürlich null Zinsen haben, eigentlich im System, dann tritt ein größeres Problem auf für die ganze Altersversorgungsindustrie, die Pensionskassen und die Lebensversicherung. Denn Sie haben, sagen wir, von 5 oder 10 Jahren eine Lebensversicherung abgeschnitten, hat die Lebensversicherung ganz genau ausgerechnet, was ist die Wahrscheinlichkeit, wie lange Sie leben und was ist sind die wahrscheinlichen Erträge, die wir erhalten werden. Und jetzt bei null Zinsen können Sie natürlich, stimmen diese Rechnungen nicht mehr. Und dann werden diese Finanzinstitute eigentlich gezwungen zu spekulieren. Wie auch Sie, angenommen, Sie haben ein Vermögen von 10 Millionen und hatten wie ein guter Bürger, ehrlicher Bürger, das in einer Bank in Depositen und haben von den Zinsen gelebt in Ihrem Alter. Jetzt bei null Zinsen können Sie gar nicht mehr von dem leben. Da müssen Sie noch mit 80 Jahren lernen zu spekulieren in allerlei für Anlageobjekte. Von Briefmarken bis Andy Warhol Paintings zu Munch Paintings und so weiter und Aktien und Obligationen und Rohstoffe. Die meisten Leute verlieren natürlich Geld beim Spekulieren. Durchaus. Wir haben in Europa jetzt eine Senkung der Mindestreserve auf 1% gehabt. Da kann man ja sagen, die Amerikaner sind fast konservativ. Die haben ja noch 10%. Ja, ja. Wie empfinden Sie das, wenn man sagt, von 2 auf 1% klingt erstmal ja nicht viel, aber es ist eine theoretische Verdopplung der Geldmenge? Ja, natürlich, das ist klar. Aber meine Ansicht war immer, oder die Notenbanken alle werden natürlich Geld drucken. Weil damit können sie temporär das Problem verschieben. Es ist ganz genau angenommen, ich will die Wirtschaftskrise sofort lösen. Ich kann das machen. Wenn Sie mir die Macht geben, schicke ich jedem Bürger in der Welt, Frau, Kind und Mann, einen Scheck für $1 Million. Kriegt jeder 1 Million, können Sie da in Laden ein neues Auto einkaufen gehen und der kann in die Ferien gehen, das wird den Tourismus beleben und da kommen dann mehr Gäste in das Hotel und alles hat einen Boom. Nur, ist das ein anhaltender Boom oder temporärer Boom? Es kommt dann zu gewaltigen Preisverschiebungen und Verzerrungen. Und in der zweiten Periode, also sagen wir nach 1 oder 2 Jahren, ist das Geld dann ausgegeben. Die Preise haben sich nach oben angepasst. Und dann müssen Sie jedem Bürger nochmals, sagen wir jetzt, nicht mehr nur 1 Million schicken, sondern 1,5 Millionen. Wenn Sie das nicht machen, kommt es zu einem gewaltigen Krach. Und das ist, was passiert ist eigentlich auf der Welt. Nur wurde nicht jedem Bürger einen Scheck für 1 Million geschickt, sondern eigentlich nur den Reichen. Also die Reichen haben es nicht genommen, aber sie haben davon profitiert. Und ich sage das nicht, weil ich da betrübt bin. Ich bin ja im Finanzsektor tätig, deshalb weiß ich ganz genau, dass ich wesentlich mehr verdient habe als andere Leute, die Ingenieur sind und Chemiker, und Anwälte, die wesentlich intelligenter sind als ich. In der Schweiz haben wir ein Sagen, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Wir im Finanzsektor haben das System am meisten ausgenutzt. Inklusive mich. Wenn man die Möglichkeit bekommt. Ja, aber jedermann hatte die Möglichkeit, im Finanzsektor einzutreten. Und jetzt nehme ich an, dass also
die Leute im Finanzsektor natürlich noch wesentlich längere Zeit leiden werden müssen, weil ihre Boni werden natürlich gekürzt werden und ihre Entschädigung gekürzt, weil sie sind immer noch ganz gewaltig überbezahlt im Vergleich zu anderen Berufen. Gewaltig überbezahlt. Ja, zumal Geld kann nicht arbeiten. Und vor allem, wenn ich einen Hedgefonds führe, und ich kenne die meisten großen Hedgefondsmanagers, da haben sie ihr eigenes Kapital dabei. Da haben sie sehr genaue Risikokontrollen, weil sie haben das Kapital im Geschäft. Aber der Chef der Deutschen Bank, der hat kein Kapital in der Deutschen Bank. Und wenn er spekuliert oder seine Angestellten spekulieren und es funktioniert, steigt die Aktie und sein Bonus steigt. Wenn alles schief geht, wird er zum Teufel gejagt, dann kriegt er eine Abfindungssumme, die noch größer ist als der Bonus. Weil das stimmt doch etwas nicht am System. Wenn man sich Shadow Stats zum Beispiel ansieht, das ist so ein Shadow Stats, das ist eine amerikanische Webseite, die so die Geldmenge M3 in den USA weitergeführt wurde, weil die ja nicht mehr veröffentlicht wird. Richtig. Stellt man ja aber fest, das Geld kommt ja nicht an. Also es wird auch nicht wirklich entsprechend in die Wirtschaft reingebracht, sondern genau genommen bleibt das Geld doch eigentlich bei den Spekulanten und Banken. Ja, also oder das Geld ist eigentlich wie Wasser und wenn Sie diesen Raum mit Wasser füllen, dann mit der Zeit ist alles mit Wasser bedeckt. Aber so, es passiert nicht sofort und gleichmäßig. Und dann, nachdem die Türe dort offen ist, wird das Geld auch, das Wasser auch dort ausfließen. Sodass, wenn Sie zum Beispiel in Amerika Geld drucken und Sie haben einen internationalen Markt und keine Devisenbeschränkungen, dann kann es zu einer Anlageblase in Vietnam führen oder in China oder Indien oder Brasilien oder irgend so etwas. Sodass eben die Notenbank nicht ganz genau, sie kontrolliert genau, wie viel Geld sie drucken will, aber sie kann nicht kontrollieren, was die Leute mit dem Geld machen. Und was ich so in Amerika beobachtet habe, ist, nicht man spricht davon, dass die Immobilienpreise eingebrochen sind. Das stimmt schon in gewissen Gegenden. Ich war in Arizona, in Phoenix und in Georgia, in Atlanta. Und dort können Sie, sagen wir, für 100.000 Euro, nein, für 80.000 Euro ein relativ schönes Haus kaufen mit 4 Schlafzimmern und 4 Badzimmern. Ist kein Luxushaus, aber ist im Vergleich zu Europa und Asien, es gibt Häuser dort, die billiger sind als Häuser in Thailand. Jetzt war ich auch an Manhattan Beach, an Huntington Beach vor einer Woche. Und dort in Manhattan Beach kostete ein Haus vor 10 Jahren 1 Million, jetzt kostet es zwischen 10 und 15 Millionen. Und der Sandy Weill, der frühere Chef vom Citigroup, der hat im 2007 ein Kondo gekauft an der Westseite von Manhattan. Und der hat bezahlt 38 Millionen für das Kondo. Jetzt hat er es verkauft für 88 Millionen. Und ich habe einen Hedgefondsfreund, der hat vor 10 Jahren einen Warhol gekauft für, ich weiß nicht, 1 oder 2 Millionen. Er hat es verkauft an einem anderen Hedgefondsmanager für 25 Millionen. Das sind ja Margen, die abartig sind. Das habe ich versucht zu erklären, dass wenn Sie Geld drucken, kommt es zu einer gewaltigen Erweiterung der Unterschiede zwischen wenig Reichen und vielen Leuten, die vom Gelddrucken nicht profitieren, weil sie davon leiden oder betroffen werden, dass Energiepreise steigen, dass Versicherungsprämien steigen, dass Nahrungsmittelpreise steigen. Würden Sie denn sagen, dass eigentlich dieses gesamte Finanzsystem völlig außer Kontrolle geraten ist, denn Geld es ist außer Kontrolle geraten, weil die Bürokraten ständig eingegriffen haben. Ich meine auch alleine, wenn man sich die Tatsachen anschaut, Geld selber arbeitet ja nicht. Das heißt, wenn jemand Geld investiert und am Ende mehr rausbekommt, als er reingesteckt hat, bedeutet es, er hat es von jemand anders bekommen. Und wenn man das Ganze ein bisschen, ich sag mal, mit einer gewissen Ethik betrachtet, dann ist natürlich eine Rendite in Ordnung. Aber heutzutage würde ja jemand, der 10% Rendite erzielt in dem, ich sag mal, hart spekulativen Finanzwesen, der wäre ja unzufrieden.
Ja, schauen Sie, die Anleger haben vielleicht Erwartungen, die nicht realistisch sind, denn sie müssen ja ihre Rendite, die sie erarbeiten, auf ihrem Kapital doch vergleichen mit dem bestehenden Zinssatzniveau. Also angenommen, wir haben null Zinsen, dann ist eine Rendite von 4-5% eine ganz gewaltige Rendite. Sie müssen sich natürlich auch überlegen, was sind eigentlich die Kostenerhöhungen in der Welt? Sie sollten real schon etwas verdienen. Und ich nehme an, dass also die Kosten in der Welt so oder die Inflation im weiteren Sinn doch zwischen 5-10% ist, je nachdem in welcher Gegend, Region und für welchen Haushalt. Sodass also, wenn angenommen die Zinsen null sind und die Lebenskosten um 5% steigen, haben Sie negative realen Einkommen von 5% auf Ihrem Bargeldvermögen. Wenn Sie dann auf Aktien, sagen wir, 7% pro Jahr verdienen in den nächsten 10 Jahren, dann haben Sie real 2% auf Aktien verdient. Das ist so ungefähr langfristig, was Sie erwarten sollten. Also ich würde annehmen, und das habe ich immer gesagt, wenn ich auf meinem Gesamtvermögen so rund 5% pro Jahr verdiene, ist das sehr gut. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gesunde Einstellung. Ja, oder es ist ein Traum anzunehmen, dass Sie 20% pro Jahr verdienen werden langfristig. Gibt es nicht. Na gut, viele versuchen natürlich kurzfristig auch zu verdoppeln, verdreifachen oder ähnliches. Und einigen gelingt es ja auch, zumindest denen. Ja, schauen Sie. Bei jeder Lotterie hat es einen Gewinner, oder? Und wie viel verlieren? Und so ist es bei den Anlagemärkten. Es gibt wenige Leute, die viel verdienen. Und die meisten verspekulieren sich. Das ist meine Erfahrung. Und es gibt ja Studien, akademische Studien über das Thema. Das weiß man ganz genau, dass der Einzelanleger eigentlich immer kauft, wenn etwas an der Mode ist. Und wenn etwas an der Mode ist, ist der Preis natürlich schon hoch. Und wenn etwas vernachlässigt ist, dann interessiert er sich nicht dafür, weil er sagt, es bewegt sich nicht, dann kauft er es nicht. Und so, dass der Einzelanleger immer zu hoch kauft, zum falschen Zeitpunkt, und dann nicht kauft, was er kaufen sollte. Also vor dem Hintergrund, wenn wir da mal jetzt den elektronischen Handel, der mittlerweile ja High Frequency ist, mal betrachten, wäre es Ihnen lieber, der Handel wäre noch etwas mehr so wie früher, das heißt, dass tatsächlich, ich sag mal, die Anlage an sich eine Rolle spielt und nicht mehr heute in Pikosekunden die Leute zwei Büros näher an die Wall Street ziehen, damit sie noch ein bisschen schneller sind? Ja, wissen Sie, das Electronic Trading hat den Markt wahrscheinlich nicht gewaltig verzerrt. Aber es führt wahrscheinlich zu höheren täglichen Volatilitäten. Aber ich als Anleger, ich kaufe und verkaufe vielleicht einmal im Monat etwas. Und man kann ja bemessen, wie viel handeln Sie als Prozent Ihres Gesamtportfolios jedes Jahr. Und bei mir ist das ganz tief, oder dieser Prozentsatz. Also ich würde sagen, das Portfolio während 10 Jahren verändert sich gar nicht sehr stark. Aber gut, es gibt Zeiten, wo ich die Aktien reduzieren würde, wenn sie sehr, sehr teuer werden. Oder wo ich Obligationen reduzieren würde, wenn sie sehr teuer werden und so weiter. Aber es ist nicht so, dass ich tagtäglich da am Morgen aufstehe und auf den Bildschirm schaue und kaufe und verkaufe. Interessiert mich nicht. Also Sie sind da eher sehr entspannter Händler. Ja, weil nicht. Das gibt auch Studien, wie man eigentlich Entscheidungen treffen sollte als Mensch. Und oft ist der Computer natürlich besser bei Entscheidungen als der Mensch. Also angenommen, Sie spielen Schach mit einem Computer. Für den Durchschnittsschachspieler wird er also eher verlieren, weil der Computer besser ist. Und das ist auch beim Handel, bei Aktien und so weiter. Es gibt so Modelle, die besser sind als Sie. Aber als Einzelanleger, wenn Sie sich das gut überlegen, wo anlegen und zu welchem Zeitpunkt und so weiter, haben Sie schon eine Chance. Denn es gibt gewisse Kriterien, zum Beispiel Aktien, die günstig sind in Bezug Preis zu Buchwert oder Preis zu Umsätzen, nicht zu Gewinnen, Umsätzen und Preis zu Cashflow. Und wenn Sie das diszipliniert anwenden, haben Sie
eine bessere Chance. Ist keine Garantie zum Gewinn erzielen. Und es gibt Zeiten, wo eben die Momentum-Stocks und die teuren Aktien wie 1999 bis 2000 während einem Jahr sind die teuersten Aktien am meisten gestiegen, weil wir in einer Anlageblase bei Technologieaktien uns befanden. Aber Sie wissen, was dann das Resultat war und wie groß die Verluste dann ausfielen. Na gut, da haben wir im Endeffekt den Punkt gehabt, wo Leute, ich glaube Costolani war es, der gesagt hat, wenn mein Taxifahrer mir rät, Aktien zu kaufen, ist es für mich Zeit zu verkaufen. Und es hieß ja damals in Deutschland schon so schön, die Volksaktien. Ja, ja, natürlich, das ist klar, dass wenn das ganze Volk partizipiert, ist das nicht der idealste Zeitpunkt zu investieren. In was für einem Markt das ist, ob das Immobilien ist oder Aktien oder Immobilien. Sie als Schweizer, wie empfinden Sie die Entwicklungen, die sich momentan in der Schweiz abspielen, Aufweichung des Bankgeheimnisses etc., Anpassung an den Euro? Ja, schauen Sie, ich bin kein Schweizer Politiker, aber grundsätzlich, wenn ich das Land regieren würde, hätte ich den Amerikanern gesagt, go and fuck you. Weil wir haben Gesetze in der Schweiz und ich nehme an, dass wenn ein Amerikaner einer Bank beweisen kann, dass sie Angestellte nach Amerika geschickt haben und Amerikaner dazu bewogen haben, Steuern zu umgehen, dass das strafbar ist. Aber blanco, da alle Konten zu eröffnen, den Deutschen und den Amerikanern, bin ich also ganz dagegen. Ganz dagegen. Da hätte ich mich also gewehrt. Glauben Sie, es hat ein bisschen was damit zu tun? Also sehr viel von dem amerikanischen Trash, auch die Asset-Backed Securities und ähnliches, wurden ja viel reinverklappt. Die UBS hat sich aufgemacht, eine der mächtigsten Banken im Hypothekensektor zu werden. Credit Suisse, also die beiden zusammen, haben ja ein vielfaches Bilanzsumme gegenüber dem Schweizer Bruttoinlandsprodukt, dass man da ein bisschen gedroht hat und gesagt hat, Freunde, entweder oder wir klappen mal eure Bücher auf, denn wir haben euch den Scheiß ja verkauft. Ja, ja, gut, also die Amerikaner, die können natürlich sagen, ja, wenn sie ihre Bücher nicht eröffnen, dann werden wir, sagen wir, Enteignungen von ihren Vermögenswerten in Amerika vornehmen oder ihr Geschäft in Amerika schließen und so weiter. Und die UBS hat natürlich ein großes Amerika-Geschäft, in dem sie Payne Webber gekauft haben damals. Aber ich persönlich würde sagen, können das Payne Webber haben, das ist kein profitables Unternehmen mehr. Nee, aber das war nicht das, was ich meinte direkt, sondern eigentlich ist es ja eher so, dass die UBS sehr viel toxischen Kram in den Büchern hat, wo momentan ist ja sehr ruhig geworden, zum Beispiel um richtig, die UBS. Ja. Und dass die Amerikaner einfach gesagt haben, okay, wir halten den Mund und wir reden nicht weiter darüber, was wir euch verkauft haben, aber dafür wollen wir beispielsweise die Bankdaten haben etc. pp. Nein, weil die Amerikaner, man sollte eben über das sprechen, die Schweizer hätten den Amerikanern sagen sollen, ja, sie wollen, dass wir die Bücher eröffnen, sie bezahlen uns den Dreck, den sie uns verkauft haben. Aber wir befinden uns ja in einer freien Marktwirtschaft auf der Welt. Wenn die UBS so blöd ist, um den Kram zu kaufen, dann ist das ihr Problem. Oder das sind zwei völlig andere Problemkreise, die Bücher zu eröffnen und der ganzen Welt zu sagen, das sind unsere Kunden. Wir haben ja eigentlich ein Bankgeheimnis gesetzlich in der Schweiz. Und wenn wir, gut, also die Gesetze könnten geändert werden und so weiter. Aber ich hätte nicht so ohne Konzessionen der Amerikaner da eingegeben. Okay. Sehen Sie grundsätzlich eine echte Gefahr in dem Nahostkonflikt, sprich Israel, Iran? Also könnte das eskalieren oder glauben ja, Sie, da wird nur getrommelt? Der ganze Mittlere Osten wird in Flammen aufgehen mit der Zeit. Aber eben, vielleicht morgen und vielleicht erst in 5 Jahren und so weiter. Aber diese Bewegung im Mittleren Osten, das wird zu großen Umbrüchen führen bei den Regierungen. Denn das Volk im Mittleren Osten ist ja sehr stark gewachsen, oder? Sie haben sehr starkes Bevölkerungswachstum. Die meisten Leute sind arm, insbesondere in Gegenden, in Regionen wie Ägypten und Syrien und Nordafrika, Sudan und so weiter. Und sie wissen, die Leute wissen heute, dass die Amerikaner eigentlich die Regierungsleute unterstützt haben, aber nicht das Volk.
und dass durch die amerikanische Hilfe eben Leute wie der Mubarak und so weiter und seine Generäle sehr reich wurden. Und das führt dann zu Unzufriedenheit und zu Aufständen. Und ich nehme an, dass der Mittlere Osten eines Tages weniger westenfreundlich sein wird. Oder dass das zu großen Unruhen führen kann und möglicherweise wird eines Tages der Israel oder Amerika oder zusammen werden sie schon Iran angreifen. Da muss man schauen, was die Reaktion der Chinesen sein wird. Denn die Chinesen sind sich schon dessen bewusst. Nachdem sie 95% ihres Öles vom Mittleren Osten erhalten, dass wenn einmal die Europäer und die Amerikaner den Mittleren Osten beherrschen, dass sie den Hahnen auf- und abdrehen können. Das ist natürlich eine große Gefahr für China. Also ein chinesischer General hat dazu gesagt, wir werden den Iran bis in den dritten Weltkrieg verteidigen. Würden Sie das für möglich halten, dass das Ganze so eskaliert? Sie haben so viele Generäle in China. Ganz genau, wie die Reaktion sein wird, weiß ich nicht. Aber die Tatsache ist einfach, wenn Sie eine steigende Wirtschaftsmacht haben, wie eben Deutschland zwischen 1890 und 1910, und Sie haben eine Weltmacht wie damals England, oder heute haben Sie eine Weltmacht wie Amerika, eine aufstrebende Macht wie China, dann kommt es zu gewaltigen Spannungen in der Wirtschaft und in den geopolitischen Verhältnissen, weil das emporkommende Land wird eben wirtschaftlich relativ wichtig. Also die Ausfuhr von Gütern und Rohstoffen von Brasilien nach China, von Australien nach China, von Taiwan nach China, Japan nach China ist natürlich größer als in die Vereinigten Staaten. Da hat die chinesische Wirtschaft eben einen großen Einfluss auf diese Länder. Wenn wir jetzt noch mal zum Abschluss vielleicht uns ansehen, wie sich die gesamte Weltverteilung verändert. Die sogenannten Schwellenländer sind jetzt die Emerging Markets. Das heißt also auch Brasilien will partizipieren, China will partizipieren, Russland will partizipieren. Richtig. Das heißt, wir haben ja einen gewissen Lebensstandard gehabt, auch weil wir die anderen ausgebeutet haben. Also weil der Zuckerrohrschläger $3 am Tag gekriegt hat, können wir unseren Zucker so billig kaufen. Ja, ja, natürlich, das ist klar. Das, oder der Imperialismus der Europäer über die letzten 200 Jahre und der Kolonialismus hat natürlich zu einem übermäßigen Wachstum der westlichen Welt geführt, also Europa und Amerika, auf Kosten von anderen Ländern, wo eine Deindustrialisierung stattgefunden hat. Jetzt wird das Gleichgewicht der Weltwirtschaft sich wieder verschieben, eher auf die Schwellenländer. Also zumindest nach dem jetzigen Stand hieße das ja, wir müssen etwas abgeben als Volk, Völker oder ähnliches. Denn zumindest so lange, bis die Produktivität auf einem Level ist, der alles bedienen kann. Genau genommen habe ich mal die Frage gestellt, wer hat uns die Zeit gestohlen? Wir hatten die industrielle Revolution, wir hatten die technische Revolution, wodurch ja eigentlich sehr viel Produktivität eigentlich überbleibt und es besser verteilt sein könnte. Das wird momentan noch sehr stark, denke ich mal, aus dem Finanzsektor aufgesaugt. Wäre das eine Möglichkeit, das vielleicht etwas gleichmäßiger rauszuverteilen, so dass man dann sagt, okay, wir bräuchten gar nicht so viel abzugeben? Was ich annehme, ist, dass oder die realen Pro-Kopf-Einkommen in der westlichen Welt, ihrer Kinder, meiner Kinder und so weiter, natürlich für den Durchschnittsmenschen, für die Mehrheit der Leute, eher fallen werden. Also, dass die Lebensstandards eher fallen werden. Denn als der Kommunismus zusammenbrach, war es so, die westliche Welt war da oben und die kommunistischen Länder da unten. Und dann geschieht eine Arbitrage. Und es ist nicht, dass hier sehr stark gefallen wurde, sondern hier ist man sehr stark gestiegen. Und mit der Zeit, und das sehe ich zum Beispiel, Singapur ist ein reicheres Land als die meisten europäischen Länder. Wahrscheinlich auch reicher als Deutschland. Und sicher als Amerika pro Kopf gemessen. Und das war ein armes Land vor 30 Jahren. Und auch Taiwan, Südkorea, das waren ganz arme Länder, als ich sie zuerst besuchte im Jahre 1973. Und heute sind das ganz moderne Staaten und sehr erfolgreich, wo die Pro-Kopf-Einkommen sehr hoch sind. Und deshalb gibt es auf der Welt immer eine Verschiebung der Wirtschaftsgeografie, oder? Im Jahre 1500. War noch Venedig wahrscheinlich das reichste Land der Welt. Und im Jahre 1920 war wahrscheinlich Detroit
die reichste Stadt der Welt und im Jahre 1840 war es Manchester und so weiter. Wenigstens hat Manchester noch einen Fußballclub, aber sonst haben sie also nicht mehr viel. Und die Amerikaner weiß also nicht, was dann eines Tages Silicon Valley haben wird. Wird interessant sein. Denn es ist da einfach so, gerade im Bereich der Erfindungen und der Technologie, sie haben in China 1,4 Milliarden Menschen, wenn sie nur ein Genie pro Million haben, dann haben sie 1400 Genies in jedem Bereich. Also würden Sie sagen, das ist schon der Bereich, der jetzt zumindest erstmal die besten Zukunftsaussichten hat? Also ich persönlich, ich lege mein Geld vor allem in Schwellenländern an, also die asiatischen. Aber in den nächsten 2-3 Monaten nehme ich an, dass diese Schwellenländer ohne weiteres um 20% im Kurs einbrechen könnten, vielleicht mehr. Ohne weiteres. Gut, aber das muss ja ein langfristiger Anleger auch mal aussetzen können. Ja, schauen Sie, im Jahre 87 fielen die Börsen weltweit zwischen dem Hoch im August 87 und dem Tief im Oktober 87 um rund 40-50%. Dann stiegen sie weiterhin an in den 90er Jahren, oder? Der Goldpreis Dezember 1974 bis August 76 fiel er um 40% und dann stieg er noch um das Achtfache. Wenn Sie keine Schwankungen und Volatilitäten dulden können, dann stehen Sie am besten nicht auf am Morgen. Bleiben Sie im Bett. Ja, vielleicht noch kurz ein paar Worte mit Ihrem Gloom, Boom and Doom Report. Bieten Sie den Menschen welche Leistungen? Ja, nicht. Wir haben alle, Sie und ich und die anderen Anleger, die gleichen Informationen. Ob Sie die Information heute erhalten, am Morgen oder am Nachmittag, ist grundsätzlich gleichgültig, langfristig gesehen. Und Sie müssen sich eigentlich einstellen, wie Sie richtig entscheiden und wichtige Entscheidungen treffen, dass Sie sich das genau überlegen. Die Informationen haben wir alle die gleiche. Die Interpretation haben wir verschiedene. Und ich nehme an, dass ich eben Leute habe, die meine Berichte lesen, weil ich ihnen eine Interpretation zur Verfügung stelle, die etwas anders ist, als was die Medien und die Politiker immer sagen. Gut, dann sage ich vielen Dank. Es war sehr, sehr informativ. Dankeschön. Danke.